Na, ihr Landratten und herzlich willkommen hier auf meinem Schiffchen. So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vulkanoids. Und ich habe mich spontan dazu entschieden, einfach mal ohne Kamera erstmal weiter aufzunehmen. Weil ich finde, bei dem Game ist das jetzt, glaube ich, nicht vonnöten. So, was wollten wir denn machen? Wir wollten Raffineriemodul Stufe 1 wird benötigt. Ich muss sagen, ich war ein bisschen raus. Basement Shelter, lalala, every village marked on the map has exactly one basement shelter that can be used as cover from the incoming eruption. Ja, das ist ja toll. Wir sind, glaube ich, unter Tage, ne, oder? Wo sind wir über Tage? Nein, wir sind über Tage. Gut. was wollte ich gesagt haben? Genau, wir müssen Raffineriemodul... Ach, suchen. Raffineriemodul Stufe 1 suchen. Das heißt, wir müssen... Ist das da? Da? Nee. Oder? Warte mal. Es gibt doch so ein tolles... Wie war denn das nochmal? Jetzt muss ich mal selber erstmal gucken. Nein. 4. Genau, hier. Jetzt muss ich mal eben schnell schauen. Raffineriemodul. Neue Ressourcen erfordern eine bessere... Einschmelzvorrichtung. Eine Raffinerie auf Modulbasis ist vielseitiger und schneller als Werkbänke. Du kannst die Raffineriewerkbank immer noch bei Energieengpässen oder unter Tage verwenden. Heißt jetzt? Raffineriemodul 1. Bauen. Hier steht bauen. Da steht suchen. Was denn jetzt? Raffineriemodul bauen. Warte mal, wie baue ich das denn? Nimm mal den Arm weg. Danke. Baue ich das an der Werkbank? Baue ich das? Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Das war jetzt hier. Was ist das hier? Das ist die Werkbank, ne? Oder? Produktionsstation. Genau, das müsste die Werkbank sein. So, hier sind Module. Das brauchen wir. Der Raffineriemodul 1. Genau, wir haben soweit alles, aber keine aktiven Module verfügbar. Was heißt das denn? Das haben wir beim letzten Mal schon... Heißt das, wir brauchen ein Produktionsmodul Stufe 1? Oder wie darf ich das verstehen? Was ist denn Produktionsstufe 1? Aber haben wir das... Das haben wir im Inventar vom Schiff. Was, wenn ich das hier hinnehme? Ich würde das gerne lesen, was da unten steht. Benötigte Aufwertung. Aufwertung installiert. Was heißt denn das da unten? Ich kann das kaum lesen. Benötigte Aufwertung einfach Sprengstoffe verstärken. In Klammern installiert. Einfache Sprengstoffe verstärken? Da stehen aber immer andere Sachen, ne? Anfangsproduktion aufwerten. Aber hier ist ja anscheinend schon was installiert. Aber die Module verfügbar. Die wie... Genau, das haben wir beim letzten Mal ja alles schon. So, jetzt gucke ich mal eben bei der... Das müsste die... Genau, das ist die Raffinerie. Können wir mit Eisenrohre... Haben wir eigentlich schon Eisenrohre? Ne, wir haben alles noch Kupfer, ne? Eisenpatronhülsen haben wir schon bekommen. Das ist das Einzige, was wir bekommen haben. So. Das ist jetzt hier der Research Table, ne? Also, hier gibt es die Blaupausen. Blaupause für die integrierte Produktionsmodultechnologie der Stufe 1. Anfangsraffinerie aufwerten. Starterforschung aufwerten. Starterforschung aufwerten 2. Sprengstoff verstärken. Und Anfangsstrukturen aufwerten. Raffinerietechnologie, Produktionstechnologie, Forschungstechnologie. Wir müssen ja Raffinerietechnologie haben, ne? War das nicht so, dass wir dort irgendwie Gegenstände brauchten? Ja, ne? Ich meine, das war das, glaube ich, oder? Also wir brauchen quasi ein zerstörtes Raffineriemodul, ein Gießereiarbeiterkopf. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwo organisieren können. Was haben wir denn im Inventar? Wir haben Schrotflintenmuni, wir haben ein bisschen Pistolenmuni. Haben wir denn noch irgendwas? Hat der Flexi aus der Vergangenheit denn ein bisschen was organisiert? Natürlich nicht, der hat nichts hergestellt. Da ist ja eine Nase. Toll. Wir sollten mal abtauchen.
Wir gehen mal runter, weil gleich Eruption ist. Und ich würde sagen, Munition können wir mal herstellen. Das ist auch schön. Panzerbrechende Revolvermunition. Nice. Da brauchen wir Eisenpatronenhülsen. Da brauchen wir Eisenbarren. Haben wir die schon? Kupferbarren. Nee, ich glaube, die haben wir noch nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal... Wir brauchen jetzt erstmal Kupferpatronenhülsen und Schwarzpulver. Kupferpatronenhülsen und Schwarzpulver. Ja. Schwarzpulver. Und Kupferpatronenhülsen. Kupferrohre, Kupferbarren. Ich glaube, wir müssen welche herstellen, ne? Kann das sein? Kupferpatronenhülsen. Schwarzpulver haben wir. Ich hab doch Hä? Muss das... Das muss bestimmt im Frachtraum liegen, ne? Kann das sein? So, Frachtraum. Jetzt geht das bestimmt, ne? Ja, das finde ich ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das finde ich ein bisschen schade. Schrotflinten Munition für Schrotflintenturm. Den Schrotflintenturm haben wir noch gar nicht. Kupferpatronenhülsen. So. Alter Schwede. Achso, das können wir auch mal ablegen, ne? Das würde ich mal hier reinpacken. Und die Kupferbarren packe ich jetzt auch mal weg, bevor wir jetzt wieder losdüsen. So, dann haben wir eigentlich soweit alles, was wir brauchen. Das Reparaturkit kann ich eigentlich hier lassen, ne? Weil das brauche ich ja eigentlich immer nur hier zum Reparieren. Gut, dann würde ich sagen, ab nach oben. Weil dann haben wir jetzt eine halbe Stunde Zeit quasi, loszulegen, um uns ein paar Sachen zu organisieren. Wow, ich sehe ganz viel. Ja, ich muss sagen, es ist ein bisschen, also nicht kompliziert, also es kompliziert vielleicht ein bisschen, aber man muss sich ein bisschen reinfinden. So, Tag. Jetzt sehe ich natürlich gar nichts. Das ist natürlich super. Ich würde mein Schiff auch wieder unter Tage setzen. Das war, glaube ich, mit der 6, ne? Ja. So, weil dann können wir nämlich hier quasi ganz genüsslich und ganz ruhig, ohne dass unser Schiff angegriffen wird, auf Reisen gehen. Und, rostiger Amboss im Dorf, Observatorium, Bereich, Tech-Vorkommen, Raffineriedorf, hier. Hier sollten wir vielleicht mal hin. Kann ich mir das markieren? Nein. Okay, wir gehen einfach hier so geradeaus. Wir werden schon was finden. Ich sehe nichts. So, vorsichtshalber, ne? Nur mal gucken. Ja, wir gehen, glaube ich, richtig. Ich werde mir mal gucken, ob ich hier irgendwo auf den Fußweg komme, auf den Fußmarsch. Dann düsen wir mal. Wieder wahrscheinlich gleich hell. Gut, ja, was wollte ich gesagt haben? Ja, aktuell bin ich wieder am Streamen. Juhu, ich freue mich. Und, macht mir auch wieder richtig Spaß, denn wir sind aktuell dabei im Stream Far Cry zu spielen. Far Cry 6 sind wir aktuell dabei und, Tormented Soul zu beenden quasi, das Horror-Game. Also falls ihr da mal Lust habt oder so, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und, ich weiß nicht, wann das Video hier erscheint. Wahrscheinlich bin ich damit schon durch oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sehr, sehr cool. Ich bin so auch gespannt, wie es da weitergeht. Gut. Und hier natürlich auch bei Vulkanoids. So. Ich habe auch tatsächlich noch ein paar andere Sachen. Kann ich jetzt ein bisschen erzählen. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen so in petto. Also jetzt auch für YouTube, weil tatsächlich auch ich noch so viel nachzuholen habe. Auch kleinere Games, bin ich tatsächlich an überlegen, ob ich die vielleicht anstatt auf Twitch zu machen, also im Livestream,
weil ja Far Cry ja doch ein bisschen länger dauert, genau wie Horizon, das würde ich auch im Stream spielen, ob ich mir vielleicht denke, dann die kleinen Games vielleicht hier auf YouTube zu machen, zum Beispiel auch Horror Games. Warum mache ich das? Ich weiß es nicht, weil es einfach sonst zu viel wird, weil das alles nachzuholen, puh, das ist ganz schön, also es ist nicht ohne. Na, ich habe zum Beispiel, weiß nicht, ob euch das Game was sagt, das ist Tormented Souls, nee, nicht Tormented Souls, ne, Quatsch, das Spiel im Stream aktuell, Remothered. Broken Place, ist das Remothered Broken Place? Wir haben Remothered schon mal gespielt im Stream, das ist ewig her, wirklich ewig her. Und davon den zweiten Teil, den habe ich und den würde ich gerne spielen. Und den würde ich gerne nachholen. Vielleicht mache ich den auf YouTube. Die haben mich Gott sei Dank nicht gesehen, ne? Vielleicht mache ich den, wie gesagt, auf YouTube. Weil mir das sonst, wie gesagt, too much wird. Dann habe ich ja für den Stream, das werde ich auf jeden Fall im Stream spielen, Martha is Dead. Ist auch ein Horror-Game. Und dann habe ich noch so ein japanisches Ding, das würde ich vielleicht auch auf den YouTube hauen, irgendwann mal. Dann habe ich noch so ein Western-Ding, was ich noch habe. Was ich auch mal auf YouTube, glaube ich, eher, oder vielleicht, ich weiß es noch nicht. Und tatsächlich noch so ein Oldschool-Game neu aufgemacht. Mehr will ich da aber auch jetzt nicht verraten drüber. Aber das, wie gesagt, da nehme ich mir Zeit, Stück für Stück, das so ein bisschen abzuarbeiten vielleicht, weil wir haben mal Zeit dazwischen durch ein paar Völkchen auf, Völkchen? Ein paar Folgen aufnehmen, so. Und ja, kann man das ganz gut machen. So, hier müsste jetzt, genau, wir sind da. Hier soll es Technologie geben. Gott sei Dank, man gibt's die Pumpgun. Wo sind sie? Muss nachladen, warte mal eben. So. Pistolenmunition nehme ich gerne. Baumeisterkopf, ja, warum nicht? Und Pistolenmunition, ja. So, jetzt gucken wir mal, ob wir Technologie finden. Das ging ja ganz gut. Da ist Schrott. Da. Da liegt doch was. Das können wir gut gebrauchen. Das ist zerstörtes Raffineriemodul Stufe 1. Jawohl. Das nehmen wir mit. Aber mehr. Ah, nee, da liegt nochmal was. Guck mal an. Ja, nehmen wir auch mit. Ich weiß nicht, wo er das hinpackt, aber er packt das auf jeden Fall anscheinend irgendwie in seine Tasche rein. Keine Ahnung. So, jetzt lass mal gucken. Dann haben wir hier soweit erstmal. Wahrscheinlich respawnt das immer und hier kommen wir sowieso nicht lang. Observatorium, Tech-Vorkommen. Aber ansonsten ist ja auch nichts, ne? Gar nichts. Nein, gut, wir können jetzt das Schiff da drüben angreifen, aber. Na, da sind. Oha, Alter. Oh, Bruder, da muss ich mal los. Ciao! Das Schiff ist ein bisschen stärker bewacht. Da, ja, okay. Kommen die? Nee, anscheinend nicht. Okay. Ich dachte, vielleicht haben die sich dazu entschieden, meine Fährte aufzunehmen. Mich zu verfolgen. Kann ja sein. Oder hätte ja sein können. Gut, wisst ihr was? Dann gehen wir nochmal ein bisschen gucken, ob wir nochmal irgendwo anders was finden. Und mal gucken, ob wir auf dem Rückweg irgendwo noch was mitnehmen können. Da ist auch nochmal ein Schiffchen. Oh je. Haben die ein Geschütz? Ich bin mir nicht sicher. Oh, da sind aber einige, ne, die da stehen. Hm, vielleicht sollten wir mal. Ich meine, das ist ein blaues Schiff, ne? Wir sind ja aus. Haben wir noch ein paar Granaten? Mist, wir haben keine Granate mehr, ne? Shit. Granaten wären super. Treffe ich den? Nee, bestimmt nicht, ne? Doch, den habe ich getroffen. Alter. Oha. Jetzt habe ich aber die ganze Horde aktiviert. Oh, uff. Jetzt muss ich aber los. Ciao. Boah, das sind zu viele. Das sind viel zu viele. Das sind viel zu viele.
Oha. Hilfe. Tschüss. Ja. So. Dann haben wir die schon mal weg. Pistolenmuni nehme ich. Wurfelmuni. Speerkopf, Konverter. Ja, sehr schön. Baumeisterkopf nehmen wir mit. Ich habe jetzt nochmal Schrott mitgenommen. Egal. So, vielleicht haben wir ja Glück und können doch mal ein bisschen hier aufräumen. Uff. Holy shit. So, jetzt geht aber hier zur Sache, wa, Alter? Ah, Schwefelpulver nehmen wir mit. Sollen wir eben schnell gucken. Kupferrohr, ja, von mir aus. Bevor die jetzt neu spawnen, müsste ich theoretischerweise echt da mal rein. Oha, den habe ich ja gar nicht gesehen. Schnell. So, dann ist das schon mal weg. Bevor jetzt neue spawnen wieder. Hier oben war, glaube ich, auch noch eine Kabine, ne? Genau. So, da ist die Kabine schon mal weg. Uff. Okay, so, was haben die hier? Pumpe. Das können wir gut gebrauchen. Langstreckenfunkgerät? Nee. Kohle nehme ich mit. Kupferbarren. Munition? Nice. Kleinen Banner, ja, Schrauben. Was hat der noch bei sich? Nichts. Was ist hier noch drin? Spiel? Oh nein. Oh, ich dachte schon. Huch. Ja, Reparaturkit ist jetzt nicht so meins. Sonst haben wir nichts mehr. Doch, hier ist noch was. Ah, ja. Pistolenmuni. Ersatzband brauchen wir nicht. Was hat der noch bei sich? Nichts. Alter, ist ja voll der Schrotthaufen hier. Es ist halt... Lul. Okay, ist hier noch was im Frachtraum? Nein, das haben wir, glaube ich, alles schon gesammelt. Sonst haben die auch kein Lager mehr hier, ne? Gut, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Frachtraum ist leer. Was haben wir hier? Kupferbodenplatz und Platte mit Durchlass. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Muss man einfach so sagen. Ich frage mich, was passiert, wenn die zerstört... Also, wenn das Schiff zerstört wird. Ob man dann... ob das irgendwann wiederkommt? Wir brauchen auf jeden Fall neue Rüstung, ne? Sehe ich gerade. Wir sind so runtergeschossen. Ich rufe mal mein Schiffchen. Das war mit der 7, glaube ich, ne? Ja, genau. Hallo, hallo, Captain. Okay, der fährt weg. Klar, weil jetzt nichts mehr... Keine Nachspawnen. So, jetzt müssen wir kurz überlegen. Wo kommt das Schiff denn hoch? Das müsste doch hier irgendwo sein, oder? War das nicht hier irgendwo? Schiff? Are you coming? Guck mal auf der Mappe. Ah ne, es war hier, ne? Okay, wir sind auch viel zu... Ah, wir sind noch voll weit weg. Okay. Aber wir haben es ja schon mal gerufen, ne? So. Hab nicht gedacht, dass es so weit ist. Ich dachte, wir haben so einen kleinen... Oh. Haben gedacht, haben wir so einen kleinen Spaziergang gemacht oder so irgendwie. Das um eine Ecke. Aber von wegen, das war ganz schön... Ist das meins? Nein, das ist nicht meins. Oh, tschüss. Okay. Gut. Hey, habe ich das jetzt nicht gerufen gerade, das Schiff? Oder kommt das nicht? Wahrscheinlich, weil... Drillship rufen? Ein Drillship landet im Funk... Achso, Felsenküste. Ja, Entschuldigung. Hier könnte ich doch eins rufen, oder steht hier eins? Hier steht keins. Vielleicht geht's hier. Ja, gucken wir mal.
Mhm. Kupfertal nicht anfahren. Sieht ein bisschen aus wie bei Fallout mit dem Arm, ne? Ja, erstmal die Vault rufen. So. Oder zur Vault gehen. So, ich rufe nochmal. Aha. Kupfertal. Wo ist jetzt Kupfertal? Toll. Da, wo ich... Großartig. Jetzt auf einmal geht das. Gut, da gehen wir hin. Und da ist es auch schon irgendwo. Irgendwo hier kommt es jetzt raus, glaube ich. Ich höre es zumindest. Lalala. Ist halt praktisch, ne? Dann kann es wenigstens nicht angegriffen werden. Da hinten. Ich komme. Bin so gespannt, wie das ist mit dem Ausbauen des Schiffes. Wir brauchen hier noch eine Tür. Nur mal so zur Info. So. Tür schließen, damit keiner reinkommt. Kohle würde ich jetzt einfach mal hier reinpfeffern, weil wir brauchen ja Energie, ne? Energie! Und dann gucken wir mal, dass wir... Warte mal, kann ich, bevor ich jetzt hier aussortiere... was wollten wir denn? Wir wollten... Raffinerie, ne? Technologie. Was haben wir denn hier alles? Stufe 2. Was brauchen wir da? Forschungsstufe 2. Frachtraumgegenstände nicht verfügbar. Einmal Raffineriemodul Stufe 2. Können wir sowieso nicht bauen. Wir brauchen Stufe 1. Aber... Keine aktiven Module verfügbar. Also Produktionsmodul Stufe 2. Produktionsmodul Stufe 1 und 2. Hier ist Stufe 1. Aber das haben wir doch, oder? Habe ich das nicht irgendwo reinge... Das ist das hier. Oder muss ich alle drei haben? Da bin ich mir halt noch nicht so ganz sicher. Wie das mit den Modulen funktioniert. Raffineriedaten Stufe 1 können wir bauen, weil wir das jetzt haben. Würde ich das mal bauen. So. Ist das der Frachtraum jetzt? Pack das mal in den Frachtraum. Ich hoffe, das geht. Wir haben nur noch ein paar Plätze frei. So. Die Munition würde ich vielleicht auch da reinpacken, wenn es noch geht. 1000, alter Schwede. 1000 Munition. So, jetzt lass mal gucken. Kohle packe ich hier rein. Dann die lalalala. Kupferschrott, die Rohre, die Barren, die Schrauben. Und das kommt hier rein. So, gut. Jetzt haben wir ja quasi alles in den Instinkts gepackt. So, wir können das nochmal bauen. Raffineriedaten Stufe 2. Raffineriedaten Stufe 2. Raffineriedaten Stufe 2. Raffineriedaten Stufe 1. Raffineriedaten Stufe 1. Das hier. Dafür brauchen wir Forschungsmodul Stufe 1. Forschungsdaten Stufe 1. Kriegen wir hier raus, ne? Und mit den Forschungs können wir 2 machen. Forschungsdatenstufe 1. Dient zum Erforschen neuer Technologie. Forschungsdatenstufe 1. Okay, ist beides dasselbe. Ich stelle das mal her. Haben wir. Produktionsdatenstufe 1. Zweimal Schredder im Frachtraum. Wir haben 2 verfügbar. Dreimal Raffineriedatenstufe 1. 2 verfügbar. Dann kriegen wir Raffineriedatenstufe 2. Wir brauchen aber Raffineriemodul. Das hier brauchen wir. Raffineriemodul Stufe 1.
Warte mal. Raffineriemodul Stufe 1. 0 verfügbar. Warte mal. Produktionsmodul ist das. Wir brauchen ja Raffineriemodul. Warte mal. Das hier. Aber das können wir ja nicht bauen. Warum? Warum können wir das nicht bauen? Das ist mir gerade ein... Das ist mir noch ein Rätsel. Wisst ihr was? Ich schaue doch mal ein bisschen im Internet nach. Ich forsche da einfach mal. Und dann würde ich sagen, dann gucken wir mal nächstes Mal, dass wir da mal vielleicht ein bisschen flotter vorankommen. Also ich informiere mich mal. Bis dann und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.